Okay, dann wollen wir doch mal sehen, wie es im Vogelgehege weitergeht. Also man hört auf jeden Fall Vögel. Das ist doch schon mal positiv. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir dadurch mit Luftunterstützung rechnen müssen, dürfen. Aber naja. Ah, das ist auch ein bisschen... Okay, es ist auch ein bisschen ekelhaft, ehrlich gesagt. Wenn die Entlines jetzt hier im Dschungel rumeiern. Hi. Ausgezeichnet. Sehr gut. Ich habe 2 Munition plus gemacht. Die Atmosphäre ist einfach die Härte. Also ich stelle mir jetzt halt auch gerade ein Jurassic Park Spiel vor. Also oder Turok meinetwegen. Ja. Oder Indiana Jones. In VR. Wäre das nicht absolut geil? Wir ignorieren mal die Glaskuppel und denken uns, wir sind direkt im Dschungel. So in der Nacht. Was ich absolut nie machen würde. Sowohl Dschungel als auch Nacht. Aber die Atmosphäre ist der Hammer gerade. Kann ich hier hoch? Nee, Gott sei Dank. Kannst du mir bitte einfach mal sterben? Kommt da noch einer? Nee. Oh. Oh. Ah. Jetzt habe ich vor lauter Schreck meine Granate aus dem Handärmel verloren. Dieses Teil, Alter. Wie du mich gerade schon wieder erschrocken hast, ey. Dass du einfach mal hier so rumekelt, ja. Gott, Kunde, Alter. Ja, schäm dich. Schäm dich länger. Was mache ich mit dem Teil? Ich wette, ich kann es gleich ganz furchtbar gut gebrauchen. Zum Beispiel da drüben. Okay. Kannst du die mir nicht einfach auch ein bisschen zuwerfen? Finde ich eigentlich ganz geil. Ich vermute, dass hier irgendwo unter dem Laub auch noch Belumpe rumliegt. Der ist tot, oder? Der bleibt doch tot. Der sieht nicht so aus, als würde er irgendwie nochmal... Hier liegen jetzt viele Granatendinger rum. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und warum zum Geier ist da eine Ork-Statue? Ich könnte mich auch irren, aber es sieht wie ein Ork aus. Okay, na gut, wir nehmen einfach mal eine Granate mit. Gib mir die. Da, 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 da. Ja, ja. Ja, fang. Bist du tot? Ja. Ja. Ja, das ging aber voll daneben. Oh. Au. Mann. Warte. Hunde, Alter. Oh, volles Nachladen verlernt. Ja, genau. Voll das Nachladen verlernt, ey. Ist ja schön, dass der Zombie jetzt tot war. Aber den Headcrab hätte es eigentlich auch erwischen müssen, oder? Oh, hallo. Das war bestimmt ein bisschen scheiße. Hat der Headcrab überlebt? Nee, diesmal nicht, ne? Okay. Schön, spart Munition. Aber wie gesagt, du könntest mir die eigentlich zuwerfen. Ah, guck mal, Kollege. Oh, hallo. Noch mehr hier? Nö, okay. Es ist sehr cheesy jetzt hier, sich immer zu diesen Granat Dingern zu bewegen, ich glaube nicht. Dafür ist das Spiel echt
eigentlich herausfordernd genug, meiner Meinung nach. Okay, da liegt auch einer rum. Hallo? Mr. Kopnack-Dingsbums? Vermute halt nach wie vor hinter jeder Ecke Geheimnisse. Ist so. Irgendwie, mal von den Vögeln halt abgesehen, höre ich es halt an vielen Stellen einfach noch schnattern. Ja, ja, gut. Aha, da hinten liegt Gelumpe rum. Was ist, wenn ich dich jetzt hier einfach irgendwo hinlege? Eigentlich, zum Beispiel da. Alles klar. Ach, schön. Da muss ich doch direkt mal das Ding jetzt auch wieder vollladen hier. Du bist die Falsche. Three left. Ja, ja. Last one. Geil. Einfach nur geil. Hat gerade irgendwie meine Meinung zu dieser MG geändert. Schlüsselbund. Du hast einen Schlüsselbund. Ist der wichtig? Weiß es nicht. Ich kann ihn auf jeden Fall nicht abnehmen. Aber du bist ein Hausmeister. Wenn du ein Kilo Schlüssel dabei hast, bist du wahrscheinlich ein Hausmeister. Exit. Nicht für mich, Leute. Okay, man könnte hier noch ordentlich durch die Gegend kraxeln. Aber ich gehe lieber den Fußweg. Hier ist viel zu viel Platz. Und das mit der Granate? Warte mal. Wo wolltest denn du jetzt hin? Das ist nicht gut. Große Fläche, mehrere Eingänge und so ein Stand, wo man Granaten klauen kann. Naja. Ja, ja, du bist auch schon sehr erwartungsfreudig hier. Die Höhle des Ameisenlöwen oder so. Ich nehme an, hier geht's weiter. Deswegen gehen wir erstmal da lang. Ey, hast du eine Alter. Hat er voll die Maske aufgehabt, ey. Au. Kunde. Na? Na? Komm, du auch noch. Ich sehe dich. Wo willst du denn hin? Ja, genau. Mann, ey, die ist so schnell alle, wenn man Spaß hat. Vor allem da hinten so blöd, ja, und dann hier hinten blöd. Zombies jagen nie. Zombies jagen immer im Rudel. Anscheinend. Ich höre auch schon wieder was. Alter, ich höre hier voll was. Aber ich sehe nichts. Ich höre es hier irgendwo zischen. Das kann jetzt alles Mögliche bedeuten. Aber ich gehe von Gegnern aus. Wo haben wir die Spritze vorhin hingeschmissen? Ein Stückchen weiter oben, ne? Okay, Polymer. Ganz viele von diesen Masken, ey. Mann, ey. Die Zombies sagen mir damit anscheinend, ich soll die aufsetzen. Aber ich habe keinen Bock drauf. Da sieht man so schlecht. Bin mal gespannt, wie man das in der Aufnahme sieht. Russ, do you think a head crab could turn a gorilla into a zombie? Ah, ich hoffe nicht. Honestly, if there's a gorilla on the loose, I'm not sure a head crab's gonna make it much work. Findest du? Oh, nicht du, warte. Nein, du auch nicht. Ja, du auch nicht. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Da hat sich das ja auch schon wieder erledigt mit der Gesundheit. Ich stell dir vor, du bist ein Gorilla und hast eine Kopfkrabbe. Ja, ja. Das wäre nicht schön, aber der hat eine ganz schöne Wampe, der Kollege.
Na, was sehen wir denn da? Was zur Hölle? Hä? Warum hast denn du jetzt so geleuchtet? Warum hat die Cola-Büchse da hinten jetzt so geleuchtet? Hm. Okay, hier kann ich anscheinend nicht lang. Wir wollen ja nichts verschwenden. Ach so, das ist... Ich höre hier kein Zischen, sondern Blättergeraschel. Oder so. Nehme ich mal an. Nehme ich einfach mal so an. Alter, ohne Mist, die Atmosphäre hier ist so geil. Ach Gott, will ich hier rein? Eigentlich nicht, ne? Wie immer. Aber was muss, das muss. Alex, oh. Alex muss mehrere Welten retten. Danke, geht doch. Kannst du jetzt bitte einfach platzen? Hallo? Meine Güte, geht doch. Hat das alle erwischt? Jetzt hier die Frage. Das hat... Ochi, sag mal, hast du das eigentlich mitgekriegt, dass man die Dinger ernten kann? Ich habe bei Ochi zugeguckt, der hat die Dinger irgendwie nur als Deko wahrgenommen und hat nicht weiter getestet, ob man denen die abluchsen kann. Geht doch, alles klar. Rampe, naja. Ja, guten Tag. Eine hätte ich gerne noch. Aber nur, hallo. Eine hätte ich gerne noch. Danke. So. Hat sich das hier in irgendeiner Form gelohnt, alles kaputt zu hauen? Anscheinend nicht. Na gut. Zumindest können wir wieder hin und her. Okay, es setzt sphärische Musik ein und da oben haben wir ein neues Exit. Ach was. Yeah, what is it, Dad? Was ist, Papi? Like they actually built the weapon. It's like they, I don't know, discovered something. Or maybe they uncovered it. What do you mean? If I'm reading this right, they tracked it to an old apartment building in the QZ. But instead of going in to get it, they grabbed the whole building and built a vault around it. Holy crap. They must have been terrified of this thing. I'm trying to figure out whether we ought to be. So, neue Aufnahme hier. Erneut. Ja, denn ich kann bei dieser verdammten Hitze immer nur so ein Stündchen oder so aufnehmen. Oh, apropos, warte mal. Da haben wir doch direkt noch ein Polymer. Wer hätte das erwartet? Außerdem drängt früh immer so ein bisschen die Zeit. An sich. Bei mir. Wegen Frühschicht. Und so, okay. Alles klar. Fällt mir zur letzten Aufnahme irgendwas ein, was ich noch vorher hätte sagen wollen? Ab und zu hat man das ja mal, wenn man dann über die Aufnahme halt drüber guckt, bevor es hochgeladen wird. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, außer dass ich früh ein bisschen verpeilter bin, als so generell bei den Aufnahmen. Was ich ja dann sowieso trotzdem schon bin. Oh, hallo. Da haben wir wohl einen sehr luftigen Büroraum. Und irgendwie sieht es aus, als würde man eventuell da hochkommen können. Ich habe noch keine Ahnung. Mal schauen. Es ist wieder früh um 6 bei mir. Und wir legen hier los. Ja. Macht sich so an sich ganz gut, außer dass man sich wirklich, also dass man sich früh halt erstmal so ein bisschen mental darauf vorbereiten muss, nicht einfach nur gediegene Tasse Kaffee zu trinken und dann irgendwann vielleicht mal zu duschen oder so. Und dann munter in die Frühschicht zu gehen. Nein, vorher werden ein paar Zombies erschossen. Und so. Ist doch auch was. So, wie viel haben wir denn hier jetzt wieder? Das sieht ja eigentlich ganz gut aus soweit. Ja, ich schleppe die ganze Zeit diese Granate mit mir rum. Oh, apropos Granate, ich habe ja noch eine zweite. Und hier waren wir vorhin auf der anderen Seite. Das mal nur so am Rand, weil es mir gerade so auffällt. Ich habe irgendwie das Gefühl, da oben könnte man auch irgendwas machen bei diesem komischen Büroraum. Keine Ahnung, hier kommt gleich irgendwas um die Ecke. Oder du stehst auf. Oder so. Und da geht's hoch ins Rote. Okay. Interessant. Oder auch nicht.
Errungenschaft, Meeresspiegel. Jetzt kommen wieder Achievements. Also das letzte Achievement wäre tatsächlich die Sache mit Jeff gewesen, dass wir den ausgeschaltet haben. Und seither ist kein Achievement mehr passiert. Ich habe es nachkontrolliert und jetzt sehe ich wieder Achievements. Also der Unterschied zwischen dem nicht erscheinenden Jeff Achievement und jetzt ist, dass ich bei Steam jetzt bei mir auf das bitte nicht stören ausgeschaltet habe und auf anwesend, ja. Also nicht irgendwie verdeckt, also nicht irgendwie unsichtbar oder sowas, sondern anwesend und ja, bitte stört mich während der Aufnahme. Ja, das ist ein bisschen seltsam, weil ich da irgendwie noch nie vor. Ich habe eigentlich immer auf bitte nicht stören, weil ich halt in den Aufnahmen das nicht haben möchte, von wegen, der ist online, der spielt das, hi und hallo und so, brauche ich nicht. Aber bisher hat es auch kein anderes Spiel so weit interessiert und hat mir trotzdem die Achievements angezeigt. Das ist bei Half-Life sehr, sehr seltsam, also bei Alyx. Bei den anderen Teilen ging es eigentlich auch. Naja. Oder vielleicht ist es auch wieder aus einer Laune heraus, dass es jetzt wieder funktioniert oder auch nicht. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass es funktioniert. Stellenweise hatte ich halt auch schon die Begebenheit, dass es zwar für euch, warte mal, so muss ich stehen, dass es zwar für euch aufgeploppt ist, auf der rechten Seite, aber für mich nicht. Ja, also sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Okay. Ja, ja. Ich beobachte dich, junge Frau. Ich gehe trotzdem erstmal hier hochgucken. Hier ist doch garantiert was. Ich wusste es. Ach, zwei hier sogar. Warum ist denn das hier so rot? Hat das eine Bewandtnis? Absolut keine Ahnung. So, wie viele Polymere haben wir denn jetzt schon? Jetzt müssten wir langsam an den 30 dran sein, ne? Bilde ich mir ein, die wir noch brauchen. Ich habe aber auch absolut keinen Bock zurückzueiern. Es wird hier gerade ein bisschen... ja, alles klar. Ich wollte gerade sagen, das wird hier gerade so ein bisschen gruseliger. Hier schläft ein Headcrab in seinem Käfig. Moment, das gucken wir uns gleich mal an. Das wird bestimmt gleich ein kleiner Schockmoment. Oder ist das einfach bloß der ambiente Headcrab? Oh, ich wusste es! Oh, ey, ich wusste es! Ohne Mist! Ich konnte es mir so denken. Ah, und jetzt verzieht er sich, ja? Klasse! Unglaublich, dieses verdammte verschissene Spiel, ey. Der kommt jetzt garantiert gleich von irgendwo an geschnattert. Kommst du noch mal runter? Weiß ich nicht. Aber das ist die Kokosnusskrabbe, ja, ja. Richtig. Also übrigens, das haben die hier sehr lustig gemacht. Der andere Headcrab in dem Käfig, wo ich durch das Glas geschossen habe, in der letzten, vorletzten Folge oder so, das war ja auch der Käfig von den Spinnen. Ja? Also die scheinen sich, das sieht sehr lustig aus da gerade, die Headcrabs scheinen sich wirklich festzusetzen in den Käfigen, wo deren Art ist. Whatever. Ich höre es hier hinten schnattern. Ist das Zufall, dass das von hier hinten angeschnattert kommt, oder passiert hier hinten wirklich nochmal was? Mir gerade nämlich nicht so aus. Kann ich hier lang eigentlich? Tatsächlich. Bringt das was? Sehe ich hier was anderes? Oder ist das einfach bloß wieder wegen der Tür auf der anderen Seite, dass wir da schon waren? Keine Ahnung. Ist ja interessant, dass ich auf jeden Fall hier lang kann. Kann ich hier abkürzen? Scheint auch nicht so. Okay. Also im Nachhinein hätten wir natürlich die Barnacles gerne kaputt schießen können. Das fällt mir gerade noch ein. Weil so gegnermäßig, ich lasse die ja immer gerne da, damit andere Gegner da reinstiefeln und ich Munition spare. Aber war ja in dem Fall nicht der Fall gewesen. Hätten wir noch kaputt hauen können, die Viecher. Haben wir keinen Bock zu gehabt.